Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded mit dem Jollom. Hallo. Und mit dem China. Hallo. Der nichts bauen darf. Nein, nicht. Zwischen den Aufnahmen. Ne? Er läuft nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Wie so ein... Weiß ich auch nicht. Na, ich will Sachen schaffen. Mal mit der Ruhe. Entspannt. Was? Entspann dich. Kann ich jetzt nicht. Chill doch mal hier. Beruhig dich mal. Meine Güte. Wenn ich mir das so angucke, brauchen wir noch mehr Löwenzahnstängel. Ja. Ist das viel mehr? So, jetzt muss ich bloß hier das hier. Eins raus. Wie viele Pfeile habe ich bei? Kann man das eigentlich. Ich würde sagen, nicht genug. Apropos Pfeile, wo ist mein Bogen hin? Da. Wieso ist der nicht in der Schnellleiste? Weil du zwischendurch gestorben warst. Ja und? Dafür ist ein Slot frei gewesen jetzt. Ist doch alles kein Grund hier. Ich habe nur 10 Pfeile? Das glaube ich nicht. Mit. Ist ja unfassbar. So. Muss ich erstmal dann das hier. Wie kann ich denn das... That tastes really good. So, okay. Ah. Und das ist jetzt... Okay. Ist das jetzt falsch? Ist das jetzt richtig? Achso, so scheint das richtig zu werden. Okay. Warum das ist die ich? Ganze Zeit hier in der Nähe Löwenzahn gewesen. Ja, wir brauchen unbedingt die bessere Axt. Ja, mach mal. Wir arbeiten ja dran. Ja, wir arbeiten tatsächlich dran. Wir tun, was wir können. Ich nicht, ich hab nur Löwenzahn. Aber der war ergiebig. 6 Stück. Und ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Normal. Da hinten sind ja auch noch welche runtergefallen. So, so und so. Welche brauchst du denn jetzt eher? Das macht er noch Pain! Die Treppen? Die drei hier? Da nee, brauchen wir Grasplatten. Moment. Da brauchen wir Grasplatten. Der kann weg. Ja, die Grasplatten habe ich noch ein paar. Aber das du schon mal. Aber dass du die Treppen dann schon mal anstängelst. Ja, ich stängel die gerne an. Über die Mauer? Komme ich drüber? Ja! Mega. Bist du in die Mauer gesprungen? Na, weil der Löwenzahn hier beim Baseball ist. Oh, ist der nachgewachsen? Weiß ich nicht. Wenn der vorher weg war, dann ja. Also ich glaube nicht, dass ich den übersehen habe. Wenn der beim Baseball ist, ist er ganz bei uns in der Nähe. Und auch richtig viel nebeneinander. China? Ja? Kletterst du wieder? Gleich. Das muss doch Quarzit sein. Und ich brauche dafür bloß einen normalen Hammer. Bauen das hier. Was für ein Zeug? Quarzit? Ach, spröder Quarzit. Schade. Gut, also brauchen tun wir den auch. Für Aufwertungen. Wo hast du den her? Das klingt ja eher nach etwas. Ist es. Was ist das wieder? Unter der Harke gibt es eine kleine Schlucht. Ich war erst sehr skeptisch, ob ich da wieder rauskomme, weil der einzige Weg, den ich zuerst gesehen habe, führt durchs verseuchte Gebiet. Aber was ich nicht gut gesehen hatte von der Position aus, wo ich stand, waren
ein paar gestapelte Steine oben hochspringen kann. Nice. Jetzt weiß ich, wo man Quarzit herbekommt. Da ist noch einer. Also der letzte Löwenzahn war jetzt... Es schwankt immer so ein bisschen mit dem Löwenzahn. In der Menge? Ja. Mhm. So zwischen 2 und 6 ist alles drin. Oder es fliegt sonst wohin und man sieht es dann nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja. Und da verspreche ich dir, das ist dann nicht nur der Netzcode. Nö, das ist dann die Physik. Und die Engine. Und die Programmierung. Ja, die Engine sorgt ja für die Physik. Ach, im Idealfall. Achso, wir können ja mal ein bisschen hier trocknen. Ich habe jetzt mitgekriegt gestern, zu Witcher 1 soll es ein Remake geben. Mhm. Habe ich gerade auch gelesen. In der Unreal Engine 5. Das wäre dann interessant. Das finde ich auch. Und es sind wohl auch ehemalige Entwickler dran beteiligt. Ich weiß jetzt nicht, ob vom ersten Teil. Erste und zweite. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Klingt gut. Okay, den Sprühenquarzit konnte man nicht untersuchen. Warum? Keine Ahnung. Labor hat mich nicht untersuchen lassen. Aber jetzt ist die Schmiede fertig. Das ist gut. Hier, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus hier, oder? Jo. Ich sollte bloß nicht immer runterfallen. Ja, gut. Hast du noch ein paar Stängel? Nee, noch nie. Sehe ich so aus. Du bist der Mann mit den vielen Stängeln. Ich bin der Stängelmann, okay. Ah, okay. Du hast jetzt gerade viele Stängel gebracht. Mhm. Damit Schleifstein. 8 Stück. Das ist auch ganz schön, dann kommt man hier mal ein bisschen rum, kann sich nochmal die Gegend wieder angucken. Ja. Da das jetzt schon wieder gleich dunkel ist, das ist doof. Was will Käfer wirklich dieses Geräusch machen? Schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht, was Buing, 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 Buing die ganze Zeit macht hier. Buing, Buing, Buing. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Das können wir dir auch nicht sagen. Oder waren wir hier? Ist das das? Kamen wir, wo wir waren? Die Erfahrung sagt ja eigentlich, geh nicht in Höhlen. Aber ich glaube, das ist das, wo wir schon mal drin waren. Nee, doch nicht. Ich habe Science gefunden. Ganz schön viel Science. Eins ist doch gut. Und Schleimpilzstängel. Die sind auch nicht unwichtig. Und hier war kein Viech. Man musste einfach nur seinen Mut zusammenfinden. Ja, ich weiß, wo noch ein bisschen Raw Science ist, aber ich habe mir gesagt... Nein. Nee, große Spinne, dich lasse ich in Ruhe. Man muss auch mal was wagen. Rein, raus, fertig. Oder rein sterben und verzweifeln, die Sachen wieder zu kriegen. Hört sich beides falsch an. Wieso? Rein, raus, fertig hört sich falsch an, genauso wie rein, raus, verzweifeln. Oder ja, rein, dann hat man irgendwas falsch gemacht, ja. Ich glaube, das kann man auf keine gute Art sagen. Warum? Ich glaube einfach nicht dran. Ist auch nicht besser, ne? So spröder Schleifstein. Das kann man nicht untersuchen. Das kann man nicht untersuchen. Das Löwenzahn. Ach cool, dieser große Ast, wo man drauf langlatschen kann. Sowas mag ich. Da kommt man richtig hoch. Mega. Was nochmal? Paint! Da steht Farbe. Warte mal, kann man von hier aus in die Freiheit?
Nein! Okay, wir können eine Waffe verbessern und zwei Rüstungen. Kommst du der Farbe hin? Okay, jetzt eine Pflanzenfaser und ein Kleeblatt brauche ich. Dann haben wir wieder so einen Wegpunkt fertig. Hey. Das müsste ein abgebrochener Eichenast sein. Was? Wo ich drauf bin? Na, der Wegpunkt. Ja, das passt. Und Löwenzahn ist hier auch, aber das geht ja gerade noch nicht. Sprössling. Auch kein Sprössling. Pflanzenfaser. Und jetzt Klee. 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 Da. So, wieder hoch. Warum kann ich denn das nicht richtig umstellen? Boah. Nur langsam kriege ich ein bisschen Hass auf das Spiel gerade. Oh oh. Ja, dann war das heute auch die letzte Folge. Ja, das, ich verstehe es halt nicht, dass ich die Dinger nicht richtig setzen kann, dass sie sich von allein wieder zurücksetzen an irgendeinen anderen Ort. Ja. Versuch das mal hier dran zu setzen. Ohne dass es über den Rand schaut. Am Netzcode liegen. Oh. Ist Halloween? Bei mir Halloween. Ist es nämlich nicht gegangen. Ja. Ist es Halloween? Ja, das ist ein Kürbis. So ein geschnittener Kürbis ist da. At least it's clean. Was du alles findest, Jolum. Ja, ich bin auch ganz erstaunt. Findest du auch den Weg das wieder zurück? Ach, da ist die Hacke, die du meintest. Ich möchte mal gucken, ob bei der Farbe noch irgendwas ist. Also vor Release gab es da mindestens eine Sache. Aber die war ganz schwer zu finden. Okay. Oder so, also ganz schwer zu sehen. Ich bin gespannt. Okay, das ist halt die Frage, ob es mit Release auch irgendwo anders hingepackt wurde. Weiß ich nicht. Ist eine Ameise und die rote Farbe am Boden. Sag mal, hat der Marienkäfer unseren Wassertropfen da gefressen? Nee, das war ich. Okay, weil er stand genau vorm Spinnennetz. Oh, doch, das war der Marien. Oh, etwas, was schwer zu finden war. Und das im Dunkeln. Na, herzlichen Glückwunsch. Da ist ein Käfer. Milben. Ich habe Milben gefunden. Meinst du das? Nee. Diese Milben gehen mir ja auch echt auf den Keks, muss ich sagen, ja. Und ich hoffe, der Käfer kommt jetzt nicht zu mir. Oh Gott. Oh Gott. Vermutlich ein Bombardierkäfer. Oh Gott. Da hinten in der Ecke, bei der Farbe muss ein Bombardierkäfer sein, ja. Und das meintest du, war so schwer zu finden? Oder meinst du das? Nö, eher das. Das müsste in einem Farbtext drin gewesen sein. Ja, der hat aber jetzt geleuchtet im Dunkeln. Oh, dann war das Glück. Valkyrie und ich haben das Ding einfach nicht gesehen. Ich habe, also im Hellen habe ich es auch nicht gesehen. Da bin ich definitiv nicht. Ich bin einmal drumherum gelatscht. Aber im Dunkeln hat es geleuchtet. Na, Schino, wie findest du das jetzt? Besser? Größer? Ja, also das Kleine war so schön heimlich, so cozy. Ja, aber wir haben jetzt hier dann oben eine Lagerstätte. Oben? Mit Aussicht. Wenigstens ein bisschen. Ja, keine Sorge, Jolum, es wird spätestens dann umgebaut, wenn wir Wendeltreppen haben. Die haben wir schon. Haben wir schon, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich bock das Gegenteil. Wir können hier schon mal eins reinstellen. So. Den Rest muss man dann später noch machen. Eine Fackel bauen. Bam! Alley hoops, bringing the light. Bringing the light. B plus kann ich nicht bauen.
Schleimpilzwackel. Kann ich nicht bauen. Eieieiei. So viel Eieiei. Ich sehe nichts. Hey, gut, man kann ja sogar die Grasplatten mitnehmen. Hm. It's pretty good. Ja. Also du während man Stängel trägt. Ja. Geht bloß darum, wie viel du uns drin trägst. Ah, das ist plötzlich ein Gollum. Ich hab dich auch lieb, China. Nee, dann muss ich wieder umdrehen. Ja, dreh dich um. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Kann ich jetzt eine Fackel bauen? Nein, wir haben keinen Saft. Was? Wir haben keinen Saft? Ja. Ich hätte ihn vielleicht mal auspacken sollen. Ich meine, viele habe ich eh nicht gesammelt. Hab ich jetzt zwei Fackeln? I'm ready to hit the sack. Ich habe jetzt eine Schleimpilzfackel. Macht die überhaupt Licht? Wolltest du nicht schlafen? Wollte ich nicht schlafen. Wir warten beide schon. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit China ist. Und dann musste ich gedacht, dann mache ich was Sinnvolles in der Zeit. Was Sinnvolles? Wow. Das passt gar nicht zu uns. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. Guck mal, wie er sich nicht zu uns gehörig fühlt. Ach ja. Rub time. Hydration is the key to performance. Oh, das ist ein Ringkäfer. Ja. Denkst du das gleiche, was ich denke? Ja, schöner Marienkäfer. Warte, wenn ihr wollt, dann müsst ihr es vorher sagen. Ne? China will nicht. Schildi hat wieder Angst. Ja. Watch it. Speedy kommt. Wir können es gerne versuchen. So legendär gescheitert. Wir können es gerne versuchen. Noch ist er nicht weit weg. Wo ist er denn? China? Wo ist Yolo? Ach, da sind wir die ganzen Grasplatten auf, die hier noch rumliegen. Ich weiß gar nicht warum. Die sind über den Zaun gefallen. Und? Dann geht man um den Zaun drumherum. Oh, das wäre lustig, wenn es jetzt einen Fehler gibt. So ein Netzfehler, der, dann denkt man, das ganze Gras wäre hier nachgewachsen. Wäre das ein Spaß? So viel haben wir auf jeden Fall im Rücken. Du bist mir tatsächlich direkt in den Schuss gelaufen. Ja, du weißt mal, wie es mir immer geht mit euch. Jollum, bist du gerade da? Heb mal eine Schiene bitte auf. Oh, Schiene hat wieder Lebensenergie. Der ist fast voll, seine Leiste. Ich muss dich aufheben. Wie lächerlich. Also jetzt hat Schiene tatsächlich wieder eine Lebensleiste. Das ist der Hammer. Let me in, Coach. Ja, endlich. Solche, können wir dich einmal töten? Jetzt gerade nicht. Achso, ihr kämpft tatsächlich gegen ihn. Ja, Pfeile bringen dann halt ziemlich wenig bei ihm. Oh, ich habe keine Ausdauer gerade. Dann brauchen wir bessere Pfeile. Ich hab ihm in den Hintern geschossen. Egal. Oh, da ist der Baum gefallen. Oh, Fliegenpilz. Wir können Fliegenpilz ernten. So kann man das ernten. Wir brauchen keine bessere Hacke. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay, ja, warte. Ich stelle mich mal hier hin. Komm, komm. Come on, you need me. Seid ihr beide tot? Gib ihn mal auf. Nein. Nur ist nur ihr. Ich sehe das nämlich nicht, weil bei mir halt die Lebensanzeigeleiste verpackt ist.
Oh shit. I'm not finished yet. Ich bin gleich tot. Okay. Aua, hat dir weh getan. Oh, Mutation entdeckt, verlässlicher Freund. Was? Ja, ganz schnell wiederbeleben. Oh, das sollte ich auch unbedingt ausrüsten, später. Deep Rock Galactic hat gezeigt, das ist wichtig. Oh, ich wollte noch drüber springen, ich bin umgefallen. Ja. Wir gucken mal, in welche Richtung er geht. Hier stehen er verfolgt dich. Ja, ich weiß. Jetzt okay, jetzt geht er zu mir. Ja, wenn der charge, das ist schon ganz schön hart. So viele Pfeile hier. Komm. Nein! Ausgetrickst. Hier kommst du nicht rein. Und jetzt gib uns einen Kopf. Also, Tipp fürs nächste Mal. Tipp fürs nächste Mal. In die Bonbon-Box da fliehen. Nicht, dass er die noch kaputt macht. Nee, wird er nicht. Aber Fliegenpilz könnt ihr jetzt untersuchen. Oh ja. Ich hab eingesammelt. Okay. Jolom. Hopp, hopp, untersuch. Ich hab keinen Fliegenpilz. Wieso hast du keinen Fliegenpilz? Weil eingesammelt hab? Ich hab gekämpft. Der Einsatz meines Lebens. Und mich glorreich in die Bonbon-Dose. Genau. Ist schon wieder Zeit. Sehe ich gerade. Es war ja auch der. Oh, Bärenleder. Bratwurst. Bären, ja. Gasmasinsekten haben wir Insekten. Ja, haben wir schon. Es wird erforscht. Ein bisschen was freigeschaltet. Reparaturkleber. Oh, sind alle da? Ja. Ja. Also schien das wieder weggelaufen. Aber... Nö, ach so. Ich bin bloß durchgelaufen. Sag ich ja. Okay. Aber, liebe Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Dabeisein. Lasst ein Abo da, ne? Auch bei denen zwei. Wenn du mit der guckst. Hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss. Tschüss.